Hallo und herzlich willkommen bei den Haas-Steuernachrichten. Heute mit folgenden Themen: Berufsausbildung nach langjähriger gewerblicher Tätigkeit, Ausbildung und Verkauf von Reitpferden, kein § 24 Umsatzsteuergesetz und PV-Anlage, Vorsteuerabzug außer Reparaturkosten für das Hausdach. Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung sind nicht als Werbungskosten, sondern höchstens bis zu 6.000 Euro als Sonderausgaben abziehbar. Aufwendungen für eine Berufsausbildung sind nur dann als Werbungskosten abziehbar, wenn der Steuerpflichtige zuvor bereits eine Erstausbildung abgeschlossen hat oder wenn die Berufsausbildung im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet. Im Streitfall war ein Steuerpflichtiger seit mehreren Jahren gewerblich in der Veranstaltungsbranche tätig. Dieser Tätigkeit lag ein 20-monatiges Praktikum zugrunde, das der Steuerpflichtige bei einem Unternehmen der Veranstaltungstechnik absolviert hatte. Die dabei erzielten Einnahmen hat der Kläger zur Finanzierung seiner Ausbildung zum Berufspiloten verwendet. Das Finanzamt hat dafür nur den Sonderausgabenabzug gewährt. Zu Recht, wie der BfH klargestellt hat. Entscheidend ist, dass das der Berufspilotenausbildung vorangegangene 20-monatige Praktikum nicht die Voraussetzungen einer Erstausbildung erfüllt. Damit stellt die Berufspilotenausbildung die Erstausbildung dar, sodass nur der Sonderausgabenabzug in Betracht kommt. Findet die erstmalige Berufsausbildung im Rahmen eines Dienstverhältnisses statt, können die Aufwendungen als Werbungskosten berücksichtigt werden. Das hat den Vorteil, dass es in diesen Fällen zu einem Verlustvortrag kommen kann. Werden die Aufwendungen dagegen als Sonderausgaben berücksichtigt, erfolgt kein Verlustvortrag. Landwirte können unter bestimmten Voraussetzungen eine Sonderregelung des Umsatzsteuergesetzes anwenden, die sogenannte Durchschnittssatzbesteuerung. Dabei wird ein pauschaler Steuersatz auf die Leistungen berechnet. Die vereinnahmte Umsatzsteuer müssen Landwirte nicht an das Finanzamt abführen, weil sie in der gleichen Höhe einen pauschalen Vorsteuerabzug erhalten. Es ist aber nicht immer klar, ob der Durchschnittssatz angewendet werden kann. Im Streitfall gab es einen Betreiber einer Pferdezucht und eines Pferdehandels, der damit Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft und aus Gewerbebetrieb erzielte. Der Kläger hatte mehrfach junge Reitpferde erworben, sie zu international einsetzbaren Turnierpferden ausgebildet und dann mit zum Teil erheblichem Gewinn verkauft. Das Finanzamt hat die Anwendung des § 24 Umsatzsteuergesetz versagt und die Umsätze der Regelbesteuerung unterworfen. Das ist nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Finanzgerichtes richtig. § 24 Umsatzsteuergesetz erfasst keine Umsätze mit zugekauften Produkten. Die Veredelung von Reitpferden stellt eine Qualitätsveränderung und Weiterveräußerung eines zugekauften Produktes dar. Beim BfH ist Revision gegen das Urteil anhängig. Vergleichbare Fälle sollten offen gehalten werden. Speist der Betreiber einer PV-Anlage den erzeugten Strom ganz oder teilweise regelmäßig in das allgemeine Stromnetz ein, ist der Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. In der Regel haben sich die Betreiber von PV-Anlagen für die Regelbesteuerung entschieden, um den Vorsteuerabzug aus den Anschaffungskosten der Anlage, aber auch aus den laufenden Kosten geltend zu machen. Im Streitfall hatte der Kläger im Jahr 2009 eine PV-Anlage auf dem Dach seines privaten Einfamilienhauses installiert. Die Anlage hat er vollständig seinem Unternehmen zugeordnet und den Strom umsatzsteuerpflichtig an den Netzbetreiber geliefert. Bei der Installation der Anlage wurde das Dach beschädigt. Das wurde aber erst im Streitjahr 2019 bemerkt, als die Ansprüche gegen die Montagefirma bereits verjährt waren. Der Kläger hat das Dach auf der Seite, auf der die PV-Anlage installiert war, auf eigene Kosten reparieren lassen und die Vorsteuer in vollem Umfang geltend gemacht. Der BfH hat den Vorsteuerabzug gewährt. Maßgebend für den Vorsteuerabzug ist nicht nur die Verwendung der vom Steuerpflichtigen bezogenen Eingangsleistung, sondern auch der ausschließliche Entstehungsgrund des Eingangsumsatzes. Hier war der Schaden ausschließlich durch die unsachgemäße Montage der PV-Anlage entstanden. Das Urteil betrifft Fälle, in denen der Betreiber der PV-Anlage regelbesteuernder Unternehmer ist. Ist der Betreiber der PV-Anlage Kleinunternehmer, ist ein Vorsteuerabzug aus den Reparaturkosten am Dach nicht möglich. Die Steuernachrichten haben Ihnen gefallen? Dann schalten Sie nächste Woche wieder ein. Tschüss und bis zum nächsten Mal.